Heute werde ich versuchen, in einer Stunde so viele Cheater wie möglich zu finden, denn ihr habt mir auf Instagram geschrieben, hey Braxis, im Cash Cup, in Fortnite und allgemein bei Fortnite-Turnieren gibt es aktuell so viele Cheater. Deswegen schauen wir uns heute gemeinsam die Gameplays an und schauen, ob es Cheater sind oder nicht. Und ich brauche deine Hilfe, deswegen schau das Video unbedingt bis zum Schluss, denn du musst mir deine Meinung unten in die Kommentare schreiben, ob es Cheater sind oder nicht. Denn wir haben uns auch Reasons Gameplay angeschaut und Peterbots. Und was ich herausgefunden habe, das wirst du mir nicht glauben. Deswegen schau das Video bis zum Schluss, lass ein Like da, abonnier den Kanal und trag meinen Creator-Code Braxis-YT im Itemshop ein. Und nein, wirklich, abonnier mal, weil ab 982.000 Abonnenten zeige ich mich und du kannst mir dabei helfen. Also abonnier, teil das Video, Algorithmus, dies, das. Kuss. Okay, Freunde, wir befinden uns hier gerade im Victory Cash Cup Solo. Und ich dachte mir, wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir gehen einfach mal auf den 2.9.2024 und schauen uns mal die besten Liste an. Hier finden wir ein paar Spieler, denn ich werde, wie gesagt, heute versuchen, in einer Stunde so viele Cheater wie möglich zu finden. Und viele von euch haben mir auf Instagram geschrieben, Braxis, es gibt so viele Cheater, Cheater hier, Cheater da. Deswegen dachte ich mir, ich schaue einfach mal selbst vorbei. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf den ersten Demos. Und wir sehen, der Bre hat 27 Kills gemacht. Den schauen wir uns mal genauer an. So, wir gehen mal direkt zu dem ersten Kill. Oh, das muss jetzt laden. So, er ist am Landen. Ich glaube, das ist sein erster Dropkill hier. Wir spulen mal ein bisschen vor. Da ist, glaube ich, sein Gegner. Er ist... Wieso? Warte mal. Der läuft direkt zu ihm hoch? Hä? Nein. Okay, wie... Woher wusste er das? Was? Okay, wir gehen mal hier ein bisschen weiter. Der erste Kill war schon ein bisschen fragwürdig. So, ich will aber mal einmal ganz kurz Gameplay auch sehen. Okay. Er hatte hier anscheinend einen Fight gehabt. Da hinten ist einer. Was macht er? Er geht zu ihm hier unten hin. Könnte natürlich sein, guck mal, er hört ihn, das ist klar. Ja. Er hat aber auch die Spitzhacke. Boah. Und er sieht den da oben. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten gerade. Demos, bist du ein Cheater oder nicht? Aber der erste Kill, der sah schon sehr, sehr komisch aus. Ja, den ersten hat er. So. Er gönnt sich ein Mini. Okay, er hat schon 4 Kills gemacht. Aber das könnte auch jetzt gewöhnlich sein. Wie gesagt, der erste war ein bisschen suspekt. Da müsst ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, woher wusste er, dass er da ist. Vielleicht könnt ihr sagen, ja, er ist gelandet, aber sah schon sehr komisch aus. Ja, okay, er kann richtig gut editieren. Das ist sehr stark auf jeden Fall. Komm schon, hol ihn, hol ihn. Was? Okay, vielleicht hat er Visualisierung angehabt. Oh, das ist schon sehr crazy gerade. Schöner Hit und er pusht ihn. Er will unbedingt den Kill haben. Er hat ihn. Das sieht schon sehr, sehr merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wir können auch davon ausgehen, dass er die Soundvisualisierung anhat und ihn deswegen gesehen hat. Bin mal gespannt auf den nächsten. Guck mal, wie er da hinguckt. Habt ihr das gesehen? Er guckt genau in die Richtung. Guck. Jetzt geht er direkt da hoch, weil er ihn natürlich gehört hat. Aber ich glaube, ein bisschen Warlock könnte da tatsächlich vorhanden sein. Okay. Wir gehen mal ein bisschen, wir spulen mal weiter vor. Da wurde angeschossen. Er geht direkt zu ihm hin. Wir gehen mal noch mal ein bisschen zurück. So, er wird jetzt angeschossen von da hinten. Ich hätte nicht gesehen, von wo. Ich hätte gedacht, vielleicht von Brücke. Aber schaut mal jetzt her. Schaut mal her. Er springt runter und weiß, dass er genau da hinten ist. Ja, okay, ich glaube schon, dass er anhat. Ich glaube, er hat Wallhack. Ja, jetzt hat er ihn gescannt. Okay, Leute. Okay. Boah, schwierig. Ihr müsst mir eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Weil bauen kann er auf jeden Fall.
Ich vermute, wie gesagt, das ist nur eine Vermutung, dass er auf jeden Fall vielleicht anhat, okay? Ich sag mal vielleicht. Also, ich glaube, er hat an. Und er hat ihn. 3, 2, 1. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht weiter gucken. Wir gehen direkt raus. Ich glaube, er hat an. Was meint ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir gehen direkt weiter und schauen uns den nächsten an. Okay, wir gehen jetzt einmal direkt auf den zweiten Platz. Wir schauen uns seinen Matchverlauf an. Er hat in einer Runde 26 Kills gemacht, 14-7. Schauen wir uns mal die 26er Killrunde an. Das muss schon sehr, sehr krass sein. Wir gehen rein und ich würde sagen, ihr müsst natürlich mitentscheiden. Hat der angehabt oder nicht? Hier haben wir den Übeltäter. Ja, bin ich mal gespannt. Ich spiele mal ein bisschen vor. Nein, 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 nein. Das war der gar nicht. Oder? Bin ich gerade... Warte, wir müssen mal zurückgehen. Bin ich gerade irgendwie lost? Stopp, 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 stopp. Da stand doch gerade 26 Kills. Hier steht, dass er gestorben ist. Das war der falsche Übeltäter. Was sagt man dazu? Matchverlauf und ihm zuschauen. Wieso können wir ihm nicht zuschauen? Warte mal, jetzt bin ich gespannt. Hat er gerade den falschen geladen? Ja, das ist er. Das ist er. Okay. Wir spulen vor. Er macht direkt einen Emote. Zuversichtlich und er scheint... Oh, er hat auch diese Spitzhacke. Die FNCS-Spitzhacke hat er auch. So, er schnappt sich eine Waffe. Kann natürlich gesehen haben. Guck mal, den hat er gesehen. Wird er ihn pushen oder nicht? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Nein, er holt sich erstmal die Dooms-Kiste ab. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Gameplay-Szenario. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir machen das hier mal weg. So, er guckt einfach mal durch die Wände. Aber es ist natürlich schwer zu beobachten. So, weiß er, dass er hier unten ist? Oh, er hat einen kleinen Leck gehabt. Er will auf jeden Fall da reingehen. Ah, okay. Unter ihm ist einer. Aber wie, woher wusste er das? Ich frag mich, woher er das wusste. Der Typ hat doch keinen Step gemacht. So, was macht er jetzt? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. So. Jetzt geht er hier hoch. Er hört ihn. Ich höre ihn auch. Ja, also. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, da ist ein bisschen Warlock im Spiel. Alter, wie vercheatet ist denn das? So, jetzt weiß er natürlich, wo er ist. Er läuft natürlich weg. Schaut, er hat ihn da gesehen. Jetzt geht er aber wieder weg. Wohin geht er jetzt? Hier drin ist anscheinend einer. Den höre ich auch. Da. Okay, okay, okay. Was macht er jetzt? Hat er gerade einen Baufight? Ist klar, dass er weiß, dass der Gegner da unten ist. So, er versucht die Wand zu holen, beziehungsweise die Decke. Hat sie. Geht jetzt runter. Schöner Hit. So, er geht auf jeden Fall raus. Splasht sich. Wichtig. Leckt ein bisschen. Jetzt geht er wieder rein. Er will den Fight haben. Er weiß, dass er über ihm ist. Das hört man, ja? Ist ja klar. Klar wie Kloßbrühe. What the flip? Komm schon. Hol ihn mal kurz. Aber bei dem bin ich mir ehrlich nicht sicher. Deswegen müsst ihr mir schreiben. Hatte er an oder nicht? Sieht alles noch legit aus. Guter Bauer. Smoothie. Okay, da kommt der. Oh, da kommt ein zweiter. Das ist ein anderer, oder? Oh, Leute, 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 von heute. Also bis jetzt, wie gesagt, bis jetzt sieht alles noch ein bisschen legit aus. Ich glaube, er hat an, aber das hat sich bis jetzt noch nicht bestätigt. Und glauben kann man in der Kirche. Er baut ihn ab. Er splieft, er splieft. Er hat ihn gesplieft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat ihn gesplieft. Er hat überlebt. Hat ihn. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Okay, ab jetzt. Er hat sogar das Medaillon. Jetzt müssen wir schauen. Weiß er, wo der nächste Gegner ist? Diese Runde, beziehungsweise der nächste Kill ist jetzt entscheidend. Wir passen genau auf. So. Er geht jetzt straight geradeaus. Hat da jetzt jemanden gehört? Okay, er hat ihn gehört. Okay, das muss man ihm lassen. Ich glaube, also fünf, ich bin mir hier nicht sicher. Ich bin mir hier nicht sicher. Wir gehen einfach mal... Den hat er. Ja, er hat ihn. Okay, bei dem bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Also würde ich sagen, er cheatet nicht. Okay, machen wir direkt weiter. Wir haben hier 313 Speed TTTV. Ich glaube, das ist ein Twitch-Streamer. Wir schauen mal rein. Er hat 17 Kills gemacht. Okay, wir gucken mal bei dem Deutschen hier. Was hat der Deutsche so gemacht? 14 Kills. Wir gehen einfach mal rein und schauen mal einem Deutschen zu. So. So, hier haben wir den deutschen Übeltäter. Er hat auch die FNCS-Spitzhacke, hat sich jetzt ein Biggie gepoppt und die Minis natürlich.
Und wir schauen mal, ob wir hier einen Gegner finden. So. Wir schauen mal, sieht er hier jemanden? Hier sieht er niemanden. Wir spulen ein bisschen vor. Wir brauchen natürlich die erste Begegnung. So. Okay. Er weiß, dass da jemand ist. Könnte natürlich sein, dass er es wusste, weil er dorthin geflogen ist. So. Ich glaube, er macht sich gleich erstmal auf den Weg zu ihm. Aber der Typ bewegt sich da gar nicht. Der bleibt einfach da stehen. So, er lässt ihn alleine. Okay. Er ist weg von ihm. Was macht er jetzt als nächstes? Hier kommt einer. Aber woher wusste er... Woher wusste er, dass von hinten einer kommt? Jetzt hat er ihn natürlich gesehen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Danach gucken wir uns auf jeden Fall auch einmal Rezos Gameplay an. Deswegen schau das Video unbedingt bis zum Schluss. Denn Reason hat auch gespielt. Der Gegner sieht ihn nicht mal. Jetzt. Okay, ja, okay, der Gegner war ein kleiner Losty. Ich frage mich gerade nur, warum er sich umgedreht hat. Hat er die Steps so weit gehört? Kann man die so weit sehen? Wie gesagt, da müsst ihr da draußen, ihr seid die besseren Profis als ich, mal schreiben. Kann man die Visualisierung wirklich sehen, so weit dieser Gegner gerade da hinten stand? Ich glaube nämlich nicht. So, wir spulen ein bisschen vor bis zu den nächsten Kills. Er jumpt hier fröhlich durch die Gegend. So, ich pausiere mal einmal kurz und wir gehen natürlich einmal jetzt rein ins Gameplay. Hier können wir natürlich besser sehen, was genau er sich anguckt. Er weiß, glaube ich, nicht, dass... Doch. Warte mal. Da ist ein Gegner. Der hat sich aber nicht bewegt. Das heißt, er hat ihn nicht... Ah, er guckt ja immer wieder zurück. Nö, er hat ihn nicht gesehen. Ich glaube, der ist clean. Der ist tatsächlich clean. Außer er läuft jetzt irgendwie zurück und killt ihn. Ja. Wir spulen ein bisschen vor. Der scheint ein cleaner Spieler zu sein. Quenty, was hast du vor, mein Freund? So, schnell, schnell, schnell. Da hat er jemanden gesehen. Pusht rein. Was für Hits. Okay, er ist auf dem Baum gelandet. Der Gegner haut ab. Killt er ihn noch? Schöner Hit. Er will ihn. Er will ihn unbedingt haben. Er will die Punkte haben. Sehr stark. Also, ich weiß nicht. Ihr müsst mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob er ihn hören hätte können per Visualisierung. Das, was ich jetzt hier sehe, zeigt mir... Also ich vermute, es ist kein Cheater, sonst hätte er den oben auf dem Dach auch gesehen. Jetzt hat er ihn, glaube ich, gesehen. Nee, er hat den da hinten gesehen. Da läuft einer, springt einer. Jetzt hört er ihn oben schießen. Ich glaube, das hier ist alles clean. Guter Spieler, gefällt mir. Das ist natürlich ein deutscher Spieler. Dass die gut sind, ist mir ja klar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und schauen uns einmal das Gameplay von Reason an. Und für mich, ich würde sagen, er ist kein Cheater. Okay, wir haben hier einmal Reason Gotti. Ei! Ich finde, Reason ist ein krasser Spieler. Ich glaube, mit einer der krassesten Spieler in Deutschland. Ich habe einmal gesehen, irgendwo in einem Stream hat er mit der Pistol alles auseinandergenommen. Ich glaube, bei Amar Elias Cup. Der Typ ist brutal. Ich glaube natürlich nicht, dass er cheatet, aber wir gehen einfach mal rein, wie er spielt. Ich finde das immer faszinierend. So, wir gucken uns einmal Reason an. Reason, du geile Socke, du. Ich würde dir gern eine Rose vorbeibringen. Wir haben Reason hier. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Reason hat sich von Vardial getrennt, aber nicht getrennt von... Die haben sich böse getrennt. Irgendwie die ganzen TikTok-Kommentare. Wieso habt ihr euch getrennt? Leute da draußen, wenn Leute mal was anderes ausprobieren wollen, dann heißt das nicht, dass die immer alle gleich Beef haben. Die wollen vielleicht mal was anderes machen. Er will vielleicht mal was anderes machen. Aber das können doch immer noch Freunde sein. Deswegen schreibt keine blöden Kommentare rein wie... Ja, Reason ist von Vardial getrennt und er macht jetzt sein Ding und so... Das hat doch damit gar nichts zu tun. Die wollen sich ausleben. So, wir gucken jetzt erstmal, wo der junge, brutal gut aussehende Reason landet. Er landet einfach bei Dr. Doom, glaube ich, oder? Er zieht durch. Guckt euch mal an, wie die ganze Strecke hier landet. So, ich bin gespannt, was er machen wird. Wir spulen ein bisschen vor. Natürlich will ich mir das Gameplay genau angucken, deswegen aus der Gameplay-Sicht. Okay. Reason ist gelandet. Seht direkt den ersten Gegner. Das finde ich so gut.
Nicht, dass er den ersten Gegner sieht, sondern dass er die Umgebung scannt und ungefähr weiß, wo der Gegner sich befinden könnte. In dieser Richtung, das macht ein guter Player, so wie Cristiano Ronaldo, der immer nach links und rechts guckt, wo die Gegner sind, bevor er den Baller nimmt. Das gleiche hat Reason hier auch. Wieso sag ich immer Rezo? Ich weiß nicht, Bruder. Reason. So. Okay, da unten ist einer. Holt er sich Doom? Ich glaube, er will sich erstmal Doom holen, oder? Kann das sein? Nee, er lässt Doom in Ruhe. Okay. Ich bin gespannt, wann der erste Kontakt kommen wird mit den Gegnern. Wie er reagieren wird. Er hat auf jeden Fall zwei Gegner gesehen während der Landung. So. Ich will mal sagen, wartet mal kurz. Er hat schon gute Waffen. Drei AR, sechs Minis, eine Pistole. Was hat er damit vor? So, jetzt nimmt er die Pump mit. Sehr gut. Macht sich Blue Fool. Nimmt er sich auch mit. Wichtig und richtig, dass er gut hochspringen kann. So, ich will den ersten Kill jetzt sehen, Reason. Zeig mir, was du drauf hast, Bre. Ich bin ein Talahon und ich feier dich, Bre. So. Ich spule ein bisschen vor. Ich will den ersten Kill sehen. Okay, er hat sich entschieden. Er will sich Doom erstmal holen. Hat sich natürlich schön zugebaut, dass er das machen kann. Sehr stark. Aber warum hat sich Doom nicht bewegt? Der ist einfach stehen geblieben. Der hat ihn nicht mal angeschossen. Hä? Habt ihr das gesehen gerade? So, ich glaube, jetzt pusht er die Gegner. Hier ist immer noch kein Gegner zu sehen. Hier vorne. Guck mal, da sieht er das. Da sieht er die Fights. Er will direkt rein. Finde ich gut. Er will sich einmischen. Twitch, Neogramm. Was macht der denn da? Schleicht sich langsam ran. Wartet, bis die ein bisschen fighten. In den richtigen Moment will er rein. Guck, jetzt will er rein. Jetzt hat er es gesehen, er ist tot. Weiß, der andere muss sich jetzt heilen. Sehr schön. Oh, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Der Gegner hat ein bisschen High Ground und... Reason ist drin. Er hat ihn. Zack. Der Gegner muss Blue poppen. Hat er jetzt auch gemacht. Und Reason... 3, 2, jetzt hat er ihn. Jetzt, oh, schöne Hits. Er hat, oh mein Gott, was ein Flickshot. Digga, was war das denn? Kein Wunder, dass er einer der besten Spieler ist. Wie der sich umgedreht hat. Okay, wir gehen direkt weiter zu dem nächsten Kill. Es ist einfach schön, Reason beim Spielen zuzuschauen. Ich schaue gerne Pro-Playern zu. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wen ihr gerne auf Twitch zuschaut. Welchen Pro-Player... Ich schaue auch sehr gerne aktuell Peterbot. Oh, hier ist der Fight. Weil ich Peterbot finde, Digga, wie der spielt, das ist unnormal. Er hat auch einige Clips, wo einige behaupten, dass er ein Cheater ist. Wir können die uns mal gleich zusammen anschauen. Können wir gleich mal drauf reacten. Nach dem Kill hier. Oh. Guck mal. Er nutzt jede Ecke aus. Habt ihr das gesehen? Er hat einfach das Verständnis für Fortnite. Ich, Dummkopf. Ich wäre jetzt einfach reingegangen. Guck mal, er hat keine Angst. Er will ihn unbedingt haben, das ist es. Digga, Reason, Bre. Boah! Schöner Jumpshot nach rechts, wie in Call of Duty. Black Ops 6. Reason, du bist eine Maschine. Ich sag dir ehrlich, mir gefällt dein Spielstil. Und ich bin Albaner. Warum ich das jetzt gesagt habe, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich sage einfach so. Aber jetzt wisst ihr, dass ich Albaner bin. So, ja, Reason mit einer der besten Spieler Deutschlands. Gefällt mir sehr, wie er spielt. Er ist auch super sympathisch und super ehrlich. Ich glaube, ich habe genug Suki gemacht bei Reason jetzt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein Video an von Peterbot und schreibt mir rein, ob er cheatet oder nicht, okay? Wir gehen rein. Okay, Freunde, schaut mal diesen Clip. Der geht ganz kurz, der geht nur bis hier ungefähr. Schaut euch mal diesen Flickshot an. Ihr müsst sehen, er hat hier oben, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, Ping von 40, 35er. Und schaut genau hin. Er schießt hin, da springt einer, bam, gehittet. Wir schauen uns das nochmal in Slow-Mo an. Ich finde das richtig krass. Entweder hat er die krassesten Reflexe oder er cheatet halt wirklich, ne? Schaut euch das an. Er schießt diesen Gegner hier an, trifft ihn und hier jumpt jetzt einer. Boom, er hat ihn getroffen. So krass, dass der auch reagiert. Nochmal. Achtet mal drauf. Er reagiert auch drauf. Hier haben wir noch einen Clip von Peters Bot, also Peter Bots. Schaut mal genau hin, was er macht. Er schießt und schießt weiter geradeaus nach unten. So dass Klicks auch sich wundert, was hat er da gerade gemacht. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar andere Clips. Hier schießt er daneben.
Seht ihr das? Selbst die Pro-Player gucken verwundert. Pass auf. Der Spieler ist hier in der Ecke und er trifft ihn trotzdem. Das ist wieder der Clip von eben. Aber ich sag dir ehrlich, schwierig. Was glaubt ihr? Cheated Peterbot oder nicht? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir gerne eure Meinung. Waren das Cheater? Waren das nicht Cheater? Was wollte ich noch sagen? Und ja, schreibt mir mal rein, welchen Rank ihr habt. Spammt einfach die Kommentare zu. Warum muss ich euch das erklären? Hä? Bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein. Tschüss.